Willkommen zurück bei Car Mechanic Simulator. Heute begrüße ich euch mal im Hauptmenü. Ihr seht hier oben, Money Money ist am Start. Und ich habe jetzt gerade mal, wie ihr seht, bei den DLC-Inhalten geschaut. Wie ich schon gedacht hatte, gibt's Jeep jetzt und Tuning auch. Das wollte ich jetzt nur kurz Bescheid geben. Das wird dann in den nächsten Folgen mit reinkommen, sage ich mal. Und dann werden wir schauen, was diese DLCs so zu bieten haben. Vielleicht können wir das ein oder andere auch bei unserem eigenen Auto mit einbringen. Gerade dieses Tuning-DLC. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das das geregelt wurde, sage ich mal, wie man Autos tunen kann oder ob es dann spezielle Autos gibt, die getunt werden können, weil ich kann ja jetzt auch kein Jeep-Teil an einen Mazda dran schrauben. Also im Spiel, in echt würde das gehen, zum Teil. Und vielleicht können wir da das ein oder andere wirklich noch mitnehmen. Aber das werden wir dann sehen. Ich weiß, das anfängliche Laden, das dauert immer so eine Weile. Aber da kann man dann gut reden. Und jetzt gleich sollte der Blackscreen auch verschwinden und dann können wir weitermachen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. An dem hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Öl. Ja, okay, wir wissen schon einiges. Wir lassen jetzt aber mal unser Meistergerät, unsere Meistergeräte hier durchtesten. Vor allem, da wird nie was auf dem Bildschirm angezeigt. Das sollte nicht so sein, denke ich mal. Eine Zündkerze ist kaputt. So, stimmt denn der Druck? Da wird wenigstens was angezeigt. Ich weiß nicht, ob das richtig angezeigt wird. Ich habe noch nie so ein Gerät benutzt. Aber immerhin wird was angezeigt. Hier genauso, nichts wird angezeigt. Ich weiß auch nicht, ob es die Marke Red Forest gibt. Aber wenigstens hat der was gefunden. Und dann noch einmal die Profiltiefe. So. Okay, die scheinen in Ordnung zu sein. Die Startbatterie ist kaputt. Heißt, wir werden das Ding wahrscheinlich nicht anbekommen. Deshalb fangen wir jetzt einfach mal so an. So, das Zeug hier muss ab. Komm schon, da. Dann der Generator, da weiß ich nicht, ob er kaputt ist. Scheint nicht kaputt zu sein. Aber der hier, die Wasserpumpe. Wie sieht's denn? Der Luftfilter ist auch kaputt. Der Kühler weiß ich jetzt nicht. Ne, der sieht noch gut aus. Kühler sieht noch gut aus. Das Getriebe war, glaube ich, ja. Ölfilter, Öl wechseln. Okay, ja. Das Fahrzeug startet nicht. Startbatterie. Gott, wieso gibt es denn hier so viele Kategorien? Wir kaufen jetzt, glaube ich, mal das Zahnriemen, Riemenspanner und Wasserpumpe R4, dass wir das wirklich jetzt mal so ein bisschen lernen durchzuziehen, sage ich mal. Also alles so nacheinander zu kaufen. What? Wo ist hier Standard? Bin ich überhaupt beim richtigen? Das verwirrt mich nicht. Riemenspanner, das brauchen wir. Ach hier, Zahnriemen. Standard. Und dann war es noch die Wasserpumpe.
Die Wasserpumpe R4. Dann können wir das schon mal wieder einbauen. Ich denke mal, dahinter wird nichts mehr großartig sein. Ja doch, das war der richtige, das war der Generator. Ich war gerade leicht verwirrt, weil ich dachte, das wäre die Wasserpumpe schon. So, das Keilriemenstandard Typ B, habe ich jetzt doch das falsche gekauft. Ich glaube, ich habe das falsche gekauft. Keilriemenstandard Typ B. So, den Riemenspanner haben wir gekauft. Ja, ich habe auf jeden Fall das falsche gekauft. Egal. Egal, das kennen wir ja von mir schon. So, dann geht's jetzt weiter. Was ist dahinter noch? Das sieht gut aus. Das sieht alles gut aus. Dann hier oben war ja noch was kaputt. Die Zündspulen sehen aber ziemlich gut aus noch. So, welche Kerze ist jetzt kaputt? Die da. Bösewicht, du. Ich entkerze dich. So, dann schauen wir mal hier den Ansaugkrümmer. Der war kaputt. Wie heißt der? R4DI. Eine Zündkerze und eine Luftfilterstandard. Das kaufen wir jetzt alles mal. Ansaug, nee, nicht an. Oh Gott, hier Ansaug. R4DI. Dann eine Zündkerze. Eine Standard. Und was war's? Der Luftfilter. Luftfilter, der war auch Standard. Und wenn wir gerade schon dabei sind, kaufen wir noch einen Ölfilter. Ich glaube, das ist der R4 hier. Oben war es auch R4. Und der sieht blau aus unten. Der sieht blau aus. Da seht ihr es. Wett, ich bin noch in der Motorkammer. Ich muss mal wieder aussortieren. Die roten Dinge einfach aussortieren. Das geht echt nicht klar, wie viel wir an roten Dingen im Inventar haben. An sich ist es ja wirklich egal, aber es stört mich ein bisschen. Kraftstofffilter war auch kaputt, okay. Die Drosselklappe war noch nicht kaputt. So, wie viel haben wir denn jetzt schon mal? Noch gar nichts. Hier, ein paar Dinge. Zahnriemenstandard. Also habe ich doch das Richtige gekauft? Hä? Also manchmal verwirrt mich das Spiel tatsächlich. Keilriemen. Ist das an einer anderen Stelle? Hä? Ich bin gerade tatsächlich verwirrt. Motorschau muss überholt werden. Wasserpumpe, Riemenspanner, das muss doch irgendwo hier sein. Vielleicht hinter dem Gehäuse, ich habe gerade keine Ahnung. Och nö, das verwirrt mich jetzt echt mal. Dann schrauben wir das nochmal ab. Du,
So, hier kommt alles wieder ab. Oh, wenigstens ist der Luftfilter in Ordnung. So, machen wir mal das Gehäuse ab. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Und hier ist der kaputte Zahnriemen, genauso Nockenwellenrad. Das hier. Naja, das ist noch in Ordnung. Nockenwellen. Nockenwellenzahnrad. Nockenwellenzahnrad. Oh Gott, welches war es jetzt? R4 oder Standard? Könnte beides sein. Standard. Standard. Jo, so. Ich habe keine Ahnung, woher wir das 98er haben. Egal, wird verbaut. Machen wir dem Kunden einen kleinen Gefallen. Das müssen wir noch perfektionieren irgendwie. Irgendwie müssen wir das tatsächlich noch perfektionieren. Ich komme hier selbst durcheinander. So, wir lassen jetzt mal den Wagen nach oben. Sind Bremsen auch beschädigt? Nee, dürften eigentlich nicht. So, dann kümmern wir uns mal um das Ding hier. Dazu müssen natürlich die Reifen ab. Da drüben genauso. Das Getriebe muss sowieso ausgetauscht werden. Hier das ABS-Zeug, das sieht auch nicht mehr so gut aus. Aber ich glaube, das wird so, was weiß ich, 60% haben. Hier den Ölfilter, den können wir gerade austauschen. War hinten der Tank nicht auch noch komplett gedamaged? Ne, das war ein anderes Auto. Okay, gut. So, das ist alles kaputt. Wie viel haben wir denn jetzt? Getriebe, hier haben wir alles, hier haben wir alles, alles. Ne, ein Teil fehlt. Im Motor. Ein Teil im Motor fehlt. Vielleicht eine Nockenwelle. Müssen wir da doch das Zeug runterbringen. Und das ist jetzt doof. Ne, das können wir einfach wieder abschrauben. Okay, gut. Müssen wir mal bei den Nockenwellen schauen. Was hatte ich jetzt vor? Ich wollte jetzt das Getriebe kaufen und so weiter. Also ein Getriebe R4. Und dann eigentlich alles vom Kupplungszeug und das Schwungrad. Getriebe R4, das normale. Kupplung. Einmal bitte alles kaufen und dann noch das Schwungrad. Schwungrad. Perfekt. Dann können wir das schon mal wieder zusammenbauen. Ich denke mal, das sollte nicht notwendig sein, um an die Nockenwellen oder so ranzukommen.
So, dann schraubt man das wieder dran. Die Reifen lassen wir mal weg, falls es noch zu irgendwelchen Komplikationen kommen sollte. Und dann lassen wir das Ding mal runter. So, das hätten wir erledigt. Schade, dass das hier nicht automatisch komplett abgehakt wird. Ich glaube, das war im 2015er Teil so, fand ich ziemlich praktisch. Da hat man dann gleich gesehen, ach, das ist fertig. Das andere, da muss man noch was machen. Ja. Dann schraubt man das Ding mal wieder ab. Und das Zeug hier. Ach nee, das geht auch so. Sieht aber auch noch alles gut aus. Wo liegt denn jetzt der Fehler? Kolben vielleicht? Aber ihr kennt mich, ich will das jetzt nicht alles auseinanderbauen. Darauf habe ich gar keine Lust. Ich glaube, wir bauen das eher mal zusammen und gehen dann auf den Diagnosepfad. Nockenwellenrad. Muss auch nicht im Inneren des Motors sein. Es kann eigentlich alles sein. Das ist noch gut. Hier vorne sieht aber auch alles eigentlich mehr als gut aus. Hier Turbolader und so weiter, das sieht alles perfekt aus. Kurbelwelle. Die hat hier so einen schwarzen Streifen. Das ist unter Umständen auch ein Zeichen dafür, dass es kaputt ist. Müssen wir mal schauen. Öl müssen wir sowieso wechseln, also von dem her. Hä? Hallo? Jetzt. So, die Ölwanne kommt weg. Dann können wir mal von unten reinschauen. Das hier vielleicht? 27, das ist es, oder? Tatsächlich, uiuiui. Kurbelwellenlagerdeckel. Kaufen wir gleich mal. Jetzt haben wir zumindest alles gefunden. Können wir das wieder zusammenbauen? Aber ich glaube, dann komplett zusammenbauen machen wir in der nächsten Folge. Ich schraube jetzt das hier mal wieder ran, damit das unten in Ordnung ist. So, dann können wir eigentlich die Reifen auch schon wieder dran schrauben. Sind das die richtigen? Ich glaube, das sind die richtigen. Ja, müssen die richtigen sein. Und wenn nicht, soll er sie behalten. So, von unten wäre, glaube ich, alles getan. Dann müssen wir nur noch oben. Komm, ich mach das Grobe jetzt noch so dahin wieder. Bei den Zündkerzen weiß man ja nie, ob er die 80er und 90er annimmt, die eigentlich grün sind, oder nicht. Deshalb lieber die 100%ige dran schrauben. So, hier dann der Generator noch dran. Die Wasserpumpe. So, das ABS-Ding da hinten noch.
So, das wäre erledigt. Was haben wir noch? Hier oben die Zündspulen. Dann die Batterie müssen wir kaufen. Machen wir jetzt auch noch kurz. Batterie. So, was müssen jetzt noch gemacht werden? Kraftstofffilter. Und dann hätten wir es. Komm, wir machen das jetzt noch fertig. Ölwechsel dann noch. Kraftstofffilter. So. Dann jetzt noch Öl rein. In welchen Pfad muss ich denn da gehen? So, okay. Perfekt. Ach, es fällt der Anlasser. Echt jetzt? Was? Ach, da unten. Habe ich vergessen. So, jetzt aber. Sehr schön. Dann kommt hier der Mustang GTR Camaro, was auch immer, Fake, auf die Hebebühne. Aufträge nehmen wir an. Der sieht gut aus, den nehmen wir. Was, habe ich jetzt den richtigen? Mist, jetzt habe ich den falschen. Ich will den anderen, den hier. Oh. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oh Mann, ich habe das abgebaut. Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal. Bald bekommen wir wieder einen Fertigkeitspunkt. Hinten sieht er aus wie ein GTR so ein bisschen. Seitlich wie Camaro Mustang. Und vorne irgendwie, keine Ahnung, das Gesicht kenne ich nicht. Und hier oben so ein bisschen auch wie ein Mustang. Ja, werden wir schauen. Bis dann. Ciao.